Israeler Kriegsführung hat im Gazastreifen eine humanitäre Katastrophe angerichtet. Michael Lüders vom Bündnis Sarah Wagenknecht hat in einem kurzen Clip die aktuelle Situation in Gaza auf den Punkt gebracht. Das Sterben im Gazastreifen geht weiter. Die Todeszahlen liegen bei bald 45.000. Das sind die offiziellen Zahlen. In Wirklichkeit könnte die Zahl aber 4- bis 5-mal so hoch liegen angesichts der großen Zahl von Vermissten, die unter den Trümmern vermutet werden. Gleichzeitig herrscht dort mittlerweile eine Hungerepidemie. Wir wissen, dass 80% des Gazastreifens zerstört worden sind und dass 70% der dort getöteten Frauen und Kinder sind. Nichtsdestotrotz, es scheint kein Umdenken zu geben in der deutschen Ostpolitik. Das Einzige, was der Bundesregierung einfällt, ist weiterhin Waffen zu liefern. Warum? Weil sie glauben, die richtigen Lektionen aus der jüngeren deutschen Geschichte gelernt zu haben, indem sie sich vorbehaltlos und ohne Wenn und Aber hinter Israel, hinter die dortige Regierung stellen, egal wie rechtsextrem sie auch seien. Ja, und hier spricht Michael Lüders einen wichtigen Punkt an. Die israelische Regierung besteht aus völkischen Rechtsextremen. Hier mal zwei, ja, Prachtexemplare, um es so zu sagen. So hat Bezalel Smotrich, der israelische Finanzminister, am 21. Oktober diesen Jahres, also 2024, bei einer Konferenz, wo die Umsiedlung der Bevölkerung Gazas diskutiert wurde, um Gaza wieder zugänglich für israelische Siedler zu machen. Das Volk Israels will zurückkommen. Wir gehen nach Gaza. Gaza ist Teil Israels. Wo es Siedlungen gibt, gibt es Sicherheit. Jetzt wollen wir mit Gottes Hilfe den Sieg, um den Feind zu vernichten und Gaza zu besiedeln. Also hier sieht man auch schon gut, wer dieser Feind ist. Der Feind ist die gesamte palästinensische Bevölkerung. Der israelischen Regierung geht es um die Vertreibung und wenn das nicht möglich ist, die Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza. Israel begeht hier gerade einen Völkermord. Diese Zustände, die Michael Lüders hier gerade aufgezählt hat, die existieren nicht zufällig. Oder Itamar Ben-Gvir, der israelische Minister für Terrorabwehr, nicht minder rechtsradikal. Wir werden alle Bewohner von Gaza dazu bringen, Gaza zu verlassen. Wir werden ihnen die Möglichkeit bieten, in andere Länder zu ziehen, denn das Land gehört uns. Haaretz Shelanu, das Land gehört uns. Es ist das Motto der israelischen Rechten, und zwar seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das arbeitet Michael Lüders auch in seinem sehr guten Buch Krieg ohne Ende nochmal deutlich auf. An der Stelle wirkliche Empfehlung. Ja, gut, dass wir uns das Video von Michael Lüders an der Stelle angesehen haben. Gut, dass das BSW Michael Lüders in seinen Reihen hat, der darauf aufmerksam macht. Es ist ein sehr schwieriges Thema und Deutschland muss alle Waffenlieferungen an diese rechtsradikale israelische Regierung stoppen, damit der Völkermord aufhört.